Perfekt, so habe ich das alles geplant. Jetzt brauche ich erst einmal hier. Ja, liebe Zuschauer, bald wird auch ein Public-Server sehr wahrscheinlich von uns erscheinen. Was ich Tabona auch noch nicht bis jetzt wusste, aber ich kündige jetzt einfach davon jetzt mal an. Weiß ich gar nichts und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich durchgesetzt wird. Ich habe mir jetzt einen V-Server bestellt, also beziehungsweise ich bestelle ihn mir nach der Aufnahme und dann werden wir für euch, falls die Anfrage besteht, einen V-Server machen. Also wir schauen uns erstmal an, wer Interesse daran hätte. Scheiße. Und dann machen wir den natürlich nur für euch. Ja. Aber nur, wenn ihr auch das wirklich wollt und wenn wir genügend Spieler haben, die drauf spielen wollen. Aha. Ja, dann wird zweifeln an dieser Theorie, aber das werden wir schon sehen. Jetzt brauche ich erst einmal noch. So, runter geht's. Nein. Du zweifelst an der Theorie? Ja. An der Relativitätstheorie oder wie? An der Theorie, dass hier noch irgendwelche Zuschauer über. Oh! Über 5 Mitspieler haben werden. Wir zählen uns auch noch dazu, ja. Naja, wir sind schon aktiv bei der Community Server. So, hier ist ein Block, geil. Ich brauche jetzt wieder. Ah, genau. Ich brauche jetzt Zuckerrohr. Habe ich Zuckerrohr irgendwo? Das wäre doch eine Idee für ein 100-Abend-Special, oder? Ich brauche Zuckerrohr, oder was? Hm? Verstehe ich jetzt nicht. Was? Ich brauche Zuckerrohr 100-Abo-Special. Nee. Ich meine, dass wir einen Public-Server aufmachen für 100 Abonnenten. Also, wenn wir es erreicht haben. Schwein, willst du auf einem Public-Server drauf spielen? Ja. Was? Arschloch, was? Jetzt wirst du sterben. Du wirst sterben. Okay, jetzt ist er tot. Ah, genau, ich muss ja auch noch meine Weizenfarm umstrukturieren. Da ich gemerkt habe, das Ding macht viel zu langsam mein Brot. Ja. So, jetzt ein bisschen die Zuckerrohr anpflanzen. So. Und so. Lol. Nein, nicht da drauf. Blätten habe ich auch nochmal Zuckerrohr. Lalalalalala. Ach ja, Leute, ein kleiner Tipp, falls ihr noch keinen Dschungeltempel gesehen habt. Das hat mir Dieter Bona gesagt. Ihr müsst einfach wenn ihr jetzt eine Singleplayer-Map erstellt, als Seed eingeben Limbo. Ja, mit Limbo, dann müsste es eigentlich passen. Dann müsst ihr dann irgendwie, wenn ihr dann spawnt, auf der rechten, müsst ihr einfach ein bisschen, könnt ihr dann eh fliegen, macht einfach Creative-Modus oder so und dann ein bisschen nach rechts gehen. Und dann, also bei mir war es zumindest auf der rechten Seite und dann kommt da der Ding da. Ja, der Tempel halt. Bauen wir mal das hier ab. Mit Glas. Na, kommt keiner mehr hin. Denn. So. Warten wir hier mal ab. Diamant. Nee, mach ich keine Diamant-Schaufel. Mach ich jetzt nur mal eine aus Holz. Aus Holz, ey. Bin wieder voll neben der Spur. Oh nein, ich sterbe. Ich hoffe mal, dass nach dieser Aufnahme das alles reicht, über die Ferien zu kommen.
Ja, das sollte schon locker reichen, wenn wir hier jetzt gleich 3 Stunden aufnehmen. Ach ja. Nein! So. Aber alles wieder kaputt. Bask, Bask. Eine Spitzhacke wäre nicht schlecht. Warte mal. Mein Laser war verstaubt. Verstaubt. Welcher Laser? Von meiner Maus. Aha. Lasermaus. Auch so etwa eine Kugelmaus oder was? Ja, natürlich. Nee. Doch, hast du. Ich weiß es. Du hast einen alten Windows 95 Computer. Das kann sein. Das aber kann könnte ich sein, mit deinem alten Windows 95 Computer Minecraft spielen? Denk schon, ja, wenn du die Full Texture Pack und hast. Und gleichzeitig alles auch noch aufnehmen? Das nehme ich auf, ja, also. Und auch noch hier, warte. Mit nicht Default Texture Pack spiele. Ja, doch, das geht. Das geht alles. Ja, das stimmt. Wenn du Minecraft als einziges Programm auf deiner ganzen Festplatte hast. Du brauchst DirectX auch noch für Minecraft. Du brauchst alles Mögliche für Minecraft. Du brauchst eine Top-Grafikkarte. Weil, ja. Hast du schon gehört, dass für Crysis 3, was man benötigt, um Crysis 3 zu spielen? Ja. Eine DirectX 11 Grafikkarte. 1 Gigabyte. Das ist übel. Also wirklich. Da kannst du schon tief in die Tasche greifen. Das ist einfach mal hingeklatscht. Ja, ihr braucht das Beste. Das ist die beste. Also, wie ich das gehört habe. Das ist eine der besten Grafikkarten, also. Kann sein, ja. Da brauchst du, da steht dann dafür die Höchstleistung. Brauchst du einfach das Beste. Von allem, was es gibt: Grafikkarte, Arbeitsspeicher. Ich glaube, für die beste Auflösung brauchst du einen, was stand da? Arbeitsspeicher 8 GB. Ach. 8 GB, das musst du dir vorstellen. Das ist doch richtig abartig. Ja, das kann aber sein. Ich verstehe nicht, was man dann da besser sehen kann. Es gibt minimal, dann gibt's empfohlen, dann gibt's Höchstleistung. Ich verstehe zwar nicht, was bei Höchstleistung dann anders sein soll als bei empfohlen, weil da sind es nur 2 GB Arbeitsspeicher mehr, was man da benötigt und sonst nichts. Ich frage echt, was dann da der Unterschied ist. Kann man dann das Spiel riechen oder kann man es sehen oder ist es dann 3D oder was ist denn dann da bitte? Ganz ehrlich. Boah, bei mir hat sich gerade irgendwie die. Bei mir war irgendwie gerade die Zaun gewitscht. Das ist doch gut. Sehr gut. Okay, ich bin fast runtergefallen hier. So. So. Ich brauch jetzt aber noch. Hier. Hey, mich trollt doch immer mein Boden. Was ist jetzt? Oh nein, jetzt brauche ich doch noch Sand. Naja. Naja. Gehe ich mal wieder in die Wüste. Habe ich noch hier irgendwo eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Das sind hier 4. Scheiße. Ich mir schnell eine. Ich merke gerade, dass ich auch kaum Holz habe. Okay, man kann sogar 5 Blöcke weit pflanzen. Ah, ich habe unten drunter auch noch Wasser. Das ist gut. Das ist really gut. Ich habe was, zum Snapshot zu einem neuen gehört. Wie neu? Wo ist mein Golem? Scheiße! Mein Golem ist im Netherite, so ein Trottel. Wenn der jetzt tot ist, boah, dann kriegen die Monster seinen aufs eins ins Gesicht. Also, wie schon gesagt, im neuen Snapshot konnte man sehen, dass man ein Feuerwerk machen kann. Was kann man machen? Ein Feuerwerk? Ja, genau. Feuerwerk.
dann konnte man zum Beispiel auf interaktive Blöcke zum Beispiel Hebel drauf tun oder irgendetwas, irgendwelche andere Blöcke drauf tun. Zum Beispiel, wenn du versucht hättest, auf einer Werkbank einen Block drauf zu tun, dann wärst du ja immer in dem Menü reingegangen, sodass du was bauen kannst. Aber wenn du dann Shift klickst und dann halt das Block drauf setzt, gehst du ja nicht ins Menü, sondern du setzt einfach diese jeweilige Sache drauf. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und wo springe ich? Achso, okay. Und ich habe gesehen, dass man Bücher verzaubern kann. Was passiert dann mit dem Buch? Kann es am Fliegen, ja, oder was? Nein. Aber keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Zum Beispiel sagen wir mal, du hast eine Bibliothek. Ja. Warte, ich muss überlegen. Ich weiß selber nicht mal, wieso das eigentlich so wichtig ist. Aber wenn du ein Buch verzauberst, dann bekommst du irgendeine mögliche Verzauberung. Und zwar nur eine, die du ja eigentlich auch ab und zu mal kennst. Zum Beispiel so Schärfe, zum Beispiel für Dings, für Schwert zum Beispiel. Oder keine Ahnung was. Aber wenn du dieses Buch und noch ein Werkzeug im Amboss reintust, dann kannst du die Verzauberung, die im Buch steht, auf das jeweilige Werkzeug verzaubern. Das ist dann für 1.5, oder? Ja. Wow. Sehr innovativ. Sieht nicht schlecht aus, dein Gebäude. Danke. Wo bist denn du eigentlich? Der Wüste, ich baue hier gerade Sand ab. Autsch. Für Glas oder was? Ja. Ich suche Kühe, aber wir haben anscheinend hier gar keine Kühe. Ja, das mag schon stimmen. Vielleicht irgendwo in der Nähe, in der Richtung von der Höhle. Höhle. Hölle, Höhle. Also, wenn ich hier mein Glas angeschmolzen habe und meine Decke fertig habe, dann gehe ich auf eine Höhlentour. Gut. Weil ich brauche volle Kisten und ja, dann kann ich noch mehr bauen. Ich habe vergessen, wo es geht. Hier sind Schafe, Schweine, Zombies, Creeper, Spinnen, aber keine Kühe. Das sind meine Schafe. Man kann jetzt nur mit Kühen Bücher machen, oder? Also mit Leder, beziehungsweise. Ja. Mit Leder. Oh, ein Enderman. Oh, ein Creeper. Ich meine zwei Creeper. Ich meine drei. Und hier verschobene Texturen. Von Zombies. Boah, das schaut ja fast so aus wie so ein... Wow, wie soll ich das nennen hier? Ein... Zeppelin. Ein fettes Zeppelin. Okay. Mir reicht's. Was machst du jetzt? Ich brauch Bücher, habe aber keine. Okay, wo ist meine Kohle? Schuld ist mir noch Kohle. 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 Oh, hier die Hälfte, das sind die Hälfte, dann die da drauf tun und. Okay. Wolle und die... Was? Habe ich nur so wenig abgeschaufelt? Das kann doch nicht sein. Ach egal, ich muss da oben jetzt beleuchten. Ach, hier hatte ich auch noch Sand. Toll. Okay, jetzt geht's hier wieder runter. Ah, ich brauche Fackeln. Scheiße. Ich habe sogar welche. Können wir wieder zurücklatschen den ganzen Weg hier? Ach, Mist. So. Oh nein. Boah, bei mir schaut es hier oben aus wie eine Arena und dieser Skelett passt auch wunderbar dazu. Ich bin gerade in der Arena mit diesem Skelett. Autsch! Ups! Ich kann nichts erkennen. So, und ich brauche jetzt das erst einmal. Okay, jetzt muss ich erstmal beleuchten. Gut, Beleuchteinteilung.
Lol. Hey, wie mache ich das jetzt? Na, Fackeln kann man nicht auf Glas setzen. Fackeln auf Glas setzen? Ja, ich meine so seitlich. Warte mal, da muss ich schnell jetzt was nachschauen im Intranet. Ich weiß schon, dass man es auf Glas setzen kann, aber nicht von der Seite. So, Minecraft Wiki muss sagen, wie man sich Schienen craftet, habe ich noch nie gemacht. Laber nicht. Nee, ich habe bis jetzt immer nur die Schienen in so Minenschächten abgebaut. Das ist, glaube ich, das gleiche bei Gold. Ich sollte mir mal vielleicht Stein holen. Es ist genau umgekehrt, wie ich es gemacht habe. Und es ist scheiße teuer. Nein, du bekommst ja 6 davon. Oder waren es 16? 16. Aha, und das soll teuer sein. Ja, find schon. Wären zum gar nicht teuer. Da habe ich ein Stack mir mal gemacht. Billiger geht's nicht. Ah, genau, ich brauche auch noch dann Booster-Schienen. Booster-Schienen? Was machst du, Alter? Was du da eine. Willst du abhauen? Ja, aber. Aust ab. Ich habe aber keine Eisenbarren mehr. Nur noch 4 Eisen habe ich hier. Gold. Meine ich. Ich dachte schon, du wärst so arm, dass du nichts mehr hast. Schade. Schade, schade. Kann man Leitern auf Glas setzen? Leitern? Ja. Nee, geht nicht. Habe ich überhaupt Leitern noch? Ich habe sogar welche.